Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Farbe die erste. Die Firma The Army Painter musste eine ihrer Farben aus dem Handel zurückrufen. Auf der Verpackung der Farbe Kraken Skin fehlt die Auflistung eines der in der Farbe enthaltenen Allergens. Dies ist nur in Großbritannien und Europa ausweisungspflichtig, weshalb The Army Painter die Farben zurückrufen und umlabeln. Die Farbe an sich hat keine neue Mixtur, da wurde also nichts geändert. Da scheint wohl im Laufe der Zeit einfach ein Fehler vorgekommen zu sein, der jetzt bei einem Routinecheck in Frankreich erst aufgefallen ist. Farbe die zweite. Scale Color haben eine neue Farbreihe auf Ölbasis mit dem Namen Flow veröffentlicht. Der Fokus dieser Farbe scheint darauf zu liegen, dass sie mit einem Verdünner auf den Flächen verwischt werden, um Effekte wie Rost oder ähnliche zu erzielen. Ähnlich eigentlich zu den Emailfarben von Amomic. Herr der Ringe-Freunde bekommen neues Futter, zumindest die Seite des Bösen. Mit dem Dragon Emperor of Rune kommt ein ziemlich cooles Heldenmodell für Saurons Schergen. Dieser kommt zu Fuß und in einer sehr imposanten Sänfte. Wann dieser zu welchem Preis erscheint, ist zum Redaktionsschluss leider noch nicht bekannt. Gregor macht dem Dennis heute die Nähmaschine. Denn nachdem der eigentliche Kickstarter der Woche abgebrochen wurde, musste auf die Schnelle ein neues interessantes Projekt gefunden werden. Also ist Gregor in die Tiefen von Kickstarter abgetaucht und hat ein anderes Projekt gefunden, das allerdings nur für Freunde gepflegten 3D-Druckes was ist. Heroes and Henchmen von Rocket Pix Games, bester Name übrigens im Gegensatz zu Gregor, bietet Dateien für den 3D-Drucker an, die sich vor allem an Dungeons & Dragons Spieler richten. Hier bekommen Fantasy-Fans alles, was das Herz begehrt. Vom Kampfhund mit Streitaxt über wahnsinnige Chefköche auf Schlachtross und verschiedene Golems und klassische Helden bis hin zu großen Reitechsen und Lastenschwein. Ja, Lastenschweine, sowas gibt es. Und damit ist ausnahmsweise mal nicht Dennis gemeint, wenn er schwere Dinge durch die Gegend schleppt. Die gezeigten Designs wissen zu gefallen und sind oft sehr klassische Fantasy, was aber für D&D genau das Richtige ist. Gregor ist ernsthaft verlockt, denn auch wenn er im Gegensatz zu Dennis in der Lage ist, sich vom Tabletop-Altlasten zu trennen, haben Druckdateien den Vorteil, bis zum Druck selbst brauchen sie physisch keinen Platz. Für 50 US-Dollar bekommt man über 100 druckbare Modelle bzw. deren Dateien. Wer mitmachen möchte, muss sich allerdings etwas beeilen, denn das Projekt geht nur noch bis zum 24. März 2022. Die Finanzierung ist bereits erledigt. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.